Chat, wir werden jetzt den Bug ausprobieren mit R-Form. Noch keiner weiß, dass wir das machen. Also, wir haben zwei Enderperlen. Und wo wollen wir uns jetzt rausglitschen? Wir dürfen davon nichts Bug sagen, R-Form. Nichts. Nee, gar nichts. Yo, Wetter ist... Mach Enderperlen. Wetter ist geil, ne? Geil. Lalala. Hier, Kartoffeln. Geschenk, haha. Schreib aus. So, okay, er guckt nicht. Der Game Master ist da hinten, er könnte es sehen, aber das ist die Spannung. Das ehrlich nicht machen, wenn er da ist. Lass kurz warten. Ja, okay. Wir tun so, als wären wir AFK. Er geht AFK. Geht er? / Status. AFK, bitte. Ja, er ist weg. Okay, jetzt, pass auf, einfach geradeaus hinwerfen. So, genau wie ich. Okay, raus! Jetzt gesehen. Oh mein Gott! Nein, aber nur wichtiger als gesehen. Ich bin da! Ich hab's nicht! Wo bist du? Ja! Okay, gibt's hier Dörfer? Oh ja, mein Gott! Bestimmt, natürlich! Okay, 0-0! Ja! Okay, geh du in die Richtung, ich geh in die Richtung. Hier sind. Okay. Oh mein Gott! Ohne dich essen! Oh mein Gott! System gedribbelt! Leute! Wir sind durch! Rennen! Wir kommen jetzt wieder zurück. Ich glaube, wir werden aus dem Projekt gekickt dafür. Wir haben gerade den heftigsten Bug ever gefunden. Spark, kurze Frage. Wir trollen ihn. Guck mal, wir müssen ja nicht sagen, wo wir sind. Wir holen ihn mal in die Gruppe. Hallo Spark. Kurze Frage. Vom Ding her. Als du den Server eingerichtet hast und so, sagen wir mal, man will sich rein theoretisch von der Skyblock-Welt wegbauen. Hast du die Strukturen explizit ausgemacht? Das ist eine Custom-Dimension. Also ein eigenes, komplett kreierte. Und da ist nichts, da sind gar keine Structures drin in dem kompletten File. Von Standard. Also wenn man dann auf einer Flat World wäre, also wenn ich die erreichen würde. Nein, das geht hier nicht. Das habe ich früher bei Skytech gemacht. Da habe ich ja, weil ich da Biome brauchte. Und ihr habt jetzt immer nur ein Biom da. Also es gibt keine unterschiedlichen Biome. Und deswegen habe ich direkt eingestellt, oder einfach, es ist eine Void-Map, wo ich das Biom gesetzt habe auf Planes. Also ihr könnt bis zum World Border Ende fliegen, aber bis dahin ist überall Void. Das generiert auch als Void. Also ihr könnt da nicht ausbüchsen. Okay. Also wir können nicht irgendwie aus dem Hub ausbüchsen oder sowas. Ach so, aus dem Hub. Hub meintest du? Ich dachte, du redest von der Skyblock-Welt. Aber vom Hub ist genauso. Also Hub ist eine super Flat-Map. Theoretisch könntet ihr dort runterfallen. Es gibt aber keine Strukturen. Unten ist halt überall Erde dann. Aber ihr kommt da auch eigentlich nicht raus. Es sei denn, ihr habt irgendwas gefunden schon. Okay. Also wird gar nicht, ihr seid halt dann auch zack unten, ihr wird dann nie wieder zurückkommen. Dann sollten wir uns da auch nicht hinbegehen. Also es sei denn, ihr tötet euch halt, ihr baut euch mit Erde irgendwo hoch und hüpft dann runter oder sowas, dann könnt ihr euch theoretisch töten, aber ansonsten seid ihr stuck, da gibt's gar nichts. Also kein Zurück mehr, wenn wir das machen würden. Ja. Nee. Ja gut, dann wissen wir Bescheid. Dann machen wir das nicht. Ja, also wenn das ein Issue ist, könnte ich euch halt auch mit Commands wieder hochzwingen, dann, also könnte ich wieder mit einem Predicate checken, ob ihr auf Erde unten steht und sowas. Ja, gut. Okay, dann wissen wir schon mal, was uns ins Ausschießen würde. Aber spawnen trotzdem so Slimes und sowas? Oder so Tiere? Mob-Spawning ist auf False, also es sollten auch keine Mobs spawnen können da. Ja, nee, dann ist es gut, weil sonst könnte man das ja irgendwie abusen oder sowas. Chat, was tun wir jetzt? Wir sind gefangen! Wir kommen nie wieder zurück! So, Leute, das war's mit Minecraft Elements. Und das war halt so eine Finte, weil man gedacht hat, man kann den nicht killen, aber man konnte ihn killen. Ey, kurz, Jan, kannst du 0-0 kommen? 0-0? Ja, da bin ich jetzt schon ein bisschen, ich müsste ein bisschen durch den Nether traveln. Jo, mach das. okay, Spark, wir müssen dir was beichten. Ja. Wir haben uns eventuell aus dem Hub raus teleportiert. Achso, wahrscheinlich, ja gut, mit Enderperle wahrscheinlich. Dann. Ja, und wir wollten gucken, ob da unten Dörfer sind. Keine. Aber da ist nix. Ja, dann müsst ihr euch leider umbringen jetzt. Ja, das geht ja nicht, weil wir nichts bauen können. Wir sind im Adventure-Mode. Ach so, stimmt, da war ja was. Ja, gut, ja, dann, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich Leuten, die dann da so reingrätschen, so direkt aus der Patsche helfe oder ob ich die so ein bisschen zappeln lasse, ne? Das muss ja ein bisschen dann, muss ja ein bisschen Strafe dann sein. Also, vielleicht komme ich in einer halben Stunde oder so, ne? seid ihr beide draußen oder Tian? Tian bin ich jetzt gerade. Du bist 2000 Blöcke schon entfernt. Ja, ich bin wanderfreudig gewesen. Ja, also im Prinzip würde ich sagen, du bist unter die Map geglitscht halt, ne? Und hast jetzt ein Problem. Ja, also ich laufe gerade wieder Richtung 0-0. Also wir können das auch friedlich lösen. Ja, but I chose violence. Bitte nicht in den Kerker. Ey, es ist das Paradies. Unendlich Essen, unendlich Federn, unendlich Weine, unendlich Leder. Genau, unendlich Essen, damit ihr noch länger zum Verhungern braucht. Ne? Achso, ich würde euch ansonsten Folgendes jetzt mal aus Admin-Sicht sagen. Die Sachen, die ihr jetzt hier farmt, das ist ja eigentlich nichts, was ihr haben dürftet normalerweise. Wenn ihr das nicht cleart, clear ich euer Inventar. Ich hab die Sachen eingesammelt. Alles und zwar mit allem, was drin ist. Auch den Gravitationsstein? Ah!
Gravitationsstein! Das heißt, ich krieg die Items schneller aus einer höheren Range. Das ist cool. Ich würde einfach Clear Inventory machen dann. Also ihr solltet das logischerweise eigentlich nicht hier haben. Okay, ja. Klar, ihr solltet eigentlich gar nicht hier sein. Ja, wir sind die Systemsprenger von Minecraft Elements. Kill me. Ich habe 30 meiner Level verloren, das war der Preis. Da mache ich dann um 18 Uhr eine Auktion um einen Gravitationsstein. Chat, imagine, ich baue das jetzt auf, keiner kommt. Irgendwie habe ich Angst, dass keiner kommt. Es kann halt sein, dass keiner kommt, ne? Ja. So, ist 18 Uhr. 18 Uhr, 18 Uhr, 18 Uhr, 18 Uhr. So, meine Damen und Herren, es freut mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Bitte benehmen hier im Auktionssaal. Sie werden nun abgeführt von unserer Security. Oh mein Gott, ja, er kämpft für den Schwein. Wie geil. Okay, ich biete 50. Es ist mein Stein. Es ist kein anderer Sie hier. Haben gewonnen. Perfekt. 50. Okay, es wer auch immer jetzt hier bei dieser Auktion teilnehmen möchte, setze sich bitte auf einen Platz. Ja, erstmal vielen Dank. Ich hoffe, ihr findet alle einen Platz. Da hinten Ruhe. Das Startgebot ist bei 40. Compressed Cobblestone. Ich würde es jetzt einfach so machen. Ich biete 50. Genau. 70 von Eier 4 zu voll. 70 zum ersten. 70 zum zweiten. Air 4 mit 90 Compressed Cobble. 110. 110 von Nein, Eier 4 zu voll zum ersten. 110 zum zweiten. 100, was? 128 zum ersten. 128 von Castcrafter zum zweiten. 128 zum dritten. 130 von Eier 4 zu voll zum ersten. 130 zum zweiten. 2,5 Stacks. 2,5 Stacks von Airford zum ersten. 2,5 Stacks zum zweiten. 2,5 Stacks zum dritten. 3. Stacks. Drei Nein, das Stacks. Aber schon gefehlt. Du musst mal ein bisschen schneller reden hier vorne. Drei das muss doch also wirklich. Mein werter Herr, das nennt sich Spannungsbogen. Ah, Körperverletzung hier in dem Auktionshaus. Drei Stacks von Spark of Phoenix zum ersten. Drei Stacks zum zweiten. Drei Stacks zum dritten. Drei Stacks verkauft. Jawohl! Spark of Phoenix, Alter. Sie sind der stolze neue Besitzer eines Gravitationssteins. Warte mal, was ist hier? Oh mein Gott! Holy shit! Mann. Nein. Was? Nein! Minus 50 Level!